Hallo meine lieben Freunde, ihr seht mich wieder im Wald sitzen, an meinem Bach. Der Frühling kommt, ich will nicht so weit gehen zu sagen, der Frühling ist da, dafür ist es doch noch zu bedeckt und doch noch nicht warm genug. Aber ich freue mich, dass man wieder schön rausgehen kann, es wird wärmer und deswegen werden auch die Tabak-Reviews und Pfeifen-Reviews bei mir jetzt wieder zurückkehren. Ich habe mich jetzt in den kalten Monaten, wo ich nicht wirklich draußen im Garten rauchen wollte, weil bei 3 Grad macht mir das keinen Spaß, habe ich mich ein bisschen mehr auf Pfeifen-Know-how und Feuerzeuge und Kochen und sowas konzentriert. Aber jetzt kommen die Tabak-Reviews wieder. Seid da beruhigt. Ja, was machen wir dann im Wald? Wo wir gerade bei Pfeife sind. Ich habe hier was mitgenommen und zwar meinen Faun Zeppelin. Eine Bruyère-Zigarre sozusagen. Wenn da Bedarf besteht nach einem Review, kann ich das gerne mal machen. Ich finde nämlich diese Pfeife, über die spricht man kaum, obwohl es was Schönes und wie ich finde auch Besonderes ist. Aber darum soll es heute nicht gehen. Heute geht es um Messer. Wieder mal. Messer. Das war jetzt so richtig kacke. Egal. Ja, um welches Messer denn? Odenwolf bzw. Wolfgangs hat wieder zugeschlagen, Freunde, und mich versorgt mit Messern zum Reviewen. Also in der Form vielen Dank an die Firma Odenwolf, die mir diese 2 Prachtstücke hier zum Testen und Reviewen kostenlos zur Verfügung gestellt hat. Aber wie ihr wisst, ihr kriegt immer meine ehrliche Meinung und mein Feedback zu allem. Um was geht's genau? Um das Odenwolf Ambulo. Warum habe ich hier 2 Messer? Ganz einfach deswegen, es gibt ein Baukastensystem, Freunde. Ihr könnt euch diese bösen Buben hier einfach zusammenstellen. Es gibt viele verschiedene Möglichkeiten. Worum sich dabei genau handelt, das klären wir jetzt. So, Freunde, wie immer schauen wir uns die Messer erstmal in der Nahaufnahme schön an. Das ist eines davon. Wie ihr schon seht, handelt es sich hierbei um den skandinavischen Schliff, den Skandi-Schliff. Jetzt ist auch ein bisschen das Geheimnis gelüftet, warum ich 2 dieser Messer habe. Ganz einfach, weil das andere einen Flachschliff hat. Ja? Die Vor- und Nachteile des jeweiligen Schliffes klären wir später noch. Darüber reden wir auf jeden Fall bei den Tests dann nochmal. Ich zeige es jetzt einfach mal anhand des Skandi-Schliffs. Fangen wir mal mit dem Messer selbst an. Das Wichtigste vielleicht zu Beginn. Das Messer ist absolut 42A konform. Klingellänge 11,5. Das heißt, hier hat Odenwolf genau das ausgereizt, sage ich mal, was geht, rangeknallt an die Klinge, nichts irgendwie 10,7 oder so ein Scheiß, sondern richtig die volle Länge, die möglich wäre. Okay, 3-4 mm würden noch gehen, aber gut, was bringt euch jetzt 4 mm? Wir haben einen D2 Stahl, das ist auch hier nochmal vermerkt, auf der Klinge. Ist es gut, ist es schlecht? Eine Stahldiskussion starte ich jetzt hier nicht. Das kann jeder für sich selbst feststellen, ob er das gut findet oder nicht. G10 Griffschalen haben wir hier, unschwer zu erkennen, Full-Tang-Konstruktion, ein Chimping hier oben befestigt. Es ist ein recht kurzes Chimping, reicht, aber finde ich, und wer meine Videos kennt, wer mich kennt, der weiß, dass ich kein Chimping-Fan bin, aber Odenwolf hat es hier geschafft, wirklich ein Chimping zu machen. Ich hoffe, man kann das irgendwie sehen. Es ist null aggressiv. Es ist wirklich nur rau, sodass du halt einen Griff hast. Aber
ich reibe meinen Daumen hier drüber und es ist null aggressiv. Weil du hast manchmal Jimpings, damit kannst du halt sägen. Ja? Und da frage ich mich irgendwie ganz oft, okay, Freunde, testet das keiner von euch in der Produktion? Aber Bodenwolf hat es hier geschafft, wirklich ein bequemes Jimping zu kreieren. Ich persönlich bräuchte es zwar trotzdem nicht, aber es schadet ja in dem Fall jetzt so nichts. Eine große Fingerkuhle, was ich ja liebe, was dazu führt, dass man auch einen wahnsinnig guten Grip hat, sehr filigran schnitzen kann. Das klären wir natürlich später noch. Die Griffschalen werden angeschraubt. Und hier oben, hier hinten ist ein Loch für eine Schlaufe. Wer darauf Bock hat, ein Paracord Lanyard anzubringen, kann dies hiermit gerne tun. Es ist ein relativ starkes Messer. Und hat ein gutes Gewicht. Also ich persönlich mag es, wenn ich was in der Hand habe, wie viele von euch wissen. Mich stört ein höheres Gewicht nicht. Das Gewicht hier ist tendenziell hoch, aber es ist jetzt keine Brechstange oder so. Also es ist, ja. Die Scheide, schauen wir uns die noch an. Eine Kydex-Scheide. Und wie ihr schon seht, hier ist ein Feuerstahl befestigt. Der ist einfach nur hier reingesteckt in so eine, in so ein Röhrchen, snappt auch in place. Ich persönlich werde hier trotzdem noch ein Gummischnürl drum machen und dann hier drüber stülpen, nur zur Sicherheit. Man kann den natürlich auch wegschrauben, wie ihr hier seht. Hier ist ein Taglock dran, dieser typische Gürtel-Taglock. Man kennt ihn. Zur Seite schieben, drücken, dann geht das auf, wird einfach angeschraubt sozusagen und kann dann auch wieder verriegelt werden. Und ein Belt Loop. Das heißt, wir haben hier die Kombination aus Tag Lock und Belt Loop. Und das Geilste ist, man kann dieses Belt Loop auch noch aufmachen. Das heißt, ihr könnt es befestigen, ohne euren Gürtel rauszufädeln. Es gibt aber auch diese Variante. Das ist ein geschlossener Belt Loop. Und man kann den einfach hier durch diesen Clip austauschen. Super easy. Habe ich es auch noch schief reingesteckt, ich Trottel, weil ich aufs Display geguckt habe. Ja, das heißt, ihr habt Bodenwolf und das finde ich mal richtig geil, weil wie oft hatte man es schon, dass man sich gesagt hat, ja, das Messer ist schon cool, aber ich bin kein Tag-Lock-Fan, ich hätte lieber eine Schlaufe oder andersrum, ja. Bodenwolf sagt, ey, wir knallen hier einfach alles ran, was geht. Wir haben Taglock und zwei Belt Loops, sodass sich halt jeder einfach frei entscheiden kann. Für mich persönlich überhaupt keine Frage, den Belt Loop zum Aufmachen ist meine Wahl. Ja, wie gesagt, Kydex-Scheide und jetzt zeige ich euch auch noch, wie das rein snappt. Es hält auch bombenfest. Zack, drin ist der böse Bube. Da klappert auch nichts. Das sitzt perfekt. Kann man überhaupt nicht sagen. Wie befestigt man es denn jetzt am Gürtel mit diesem Belt Loop? Wie gesagt, super easy. Aufmachen, dann zieht ihr das hier unten raus. Und jetzt habt ihr eine richtig fette Schlaufe, die ihr auch durch einen richtig fetten Cobra Belt oder sowas durchbringen würdet. Zieht das Messer hier durch, fädelt es hier durch und macht dann den Klettverschluss zu. Und die Nummer hält bombenfest. Ich persönlich bin, wie ihr wisst, ein Fan von einem Belt Loop, weil, wie gesagt, rausfallen kann es nicht. Und ich kann in die Hocke gehen und das Messer fällt halt an mir vorbei. Ja. Das macht es, finde ich persönlich, ein bisschen bequemer. Während, wenn ihr jetzt mit einem Taglock die Nummer befestigt, das machen wir natürlich jetzt auch noch,
Man hat auch hier diese Begrenzungen, die kann man auch einfach rauspoppen. Man kennt sie. Ich tue die von Haus aus raus, weil die mich persönlich nerven. Und dann habt ihr halt hier diesen Taglock, der kommt ebenfalls einfach in den Gürtel. Zack. Und die Nummer, halt jetzt habe ich es in die Hose reingesteckt. So. Und das Ding wird zugemacht. Fertig. Sitzt bombenfest. Ich persönlich bin kein Fan davon. Warum nicht? Weil wenn ich mich jetzt irgendwie in die Hocke begebe, dann sticht mir das hier rein, sticht mir hier rein. Bin ich persönlich kein Fan davon. Aber wie gesagt, man hat halt beide Möglichkeiten. Was ich mir dann noch vorstellen kann, man kann natürlich auch den Taglock drehen. Das heißt, quer überm Hintern. Das könnte ich mir noch vorstellen, das wäre cool. So in der Position sozusagen, dass ich es dann so ziehen kann. Das stört mich dann nicht. Aber naja, man hat wie gesagt verschiedene Möglichkeiten, wie man dieses ganze Messer hier rausziehen kann, wie man es tragen kann und will. Rausziehen ist ganz easy. Ihr habt hier so eine Fläche. Das muss ich sagen, habe ich schon schöner gelöst gesehen, dass diese Druckfläche hier für den Daumen, wo der Daumen drauf drückt, die ist ein bisschen kurz und auch ein bisschen unangenehm für den Daumen. Es geht, es ist überhaupt kein Problem. Es geht auch schnell, es geht auch sauber. Aber ein bisschen mehr, wenn das hier so ein bisschen mehr rausstehen würde, wäre es, finde ich, bequemer für den Daumen. Aber es meckern auf hohem Niveau. Man kann es super gut rausziehen trotzdem. Und Freunde, ich weiß doch, welche Frage euch nachts wach hält und welche Frage maßgeblich daran beteiligt ist, ob man sich ein Messer kauft oder nicht. Kann man es schmeißen? Wir finden es raus. Wie ihr gesehen habt, funktioniert es wunderbar. Und da meine Knife-Throwing-Skills absolut flawless sind, wie man weiß, war das auch ein sehr sinnvoller und zielführender Test. So, der Power-Cut-Test, Freunde. Fangen wir mal mit dem Scandi-Schliff an. Ich habe hier mal so einen relativ starken Ast mir ausgesucht. Oh ja, geht gut was weg. Rückenmuskulatur, ihr kennt es ja. Oh ja, also scharf wie Hulle, wie der Patch sagen würde. Geht alles wunderbar. Kann man nichts sagen. Probieren wir es noch mit dem Flachschliff. Im Grunde das gleiche in grün. Geht auch wunderbar. Fliegen richtige Späne weg. Der Flachschliff ist ja gemeinhin so als ein bisschen schnitzfreudiger bekannt. Ja, fliegen schöne große Späne weg. Schauen wir uns noch den Scandi an. Ist jetzt ein bisschen neu für mich mit zwei Messern auf einmal. Ja, aber der Scandi, der ist ja auch brutal. Also, ja, schnitzt sich angenehm. Und man muss wirklich sagen, der Griff ist halt, ich halte es ja überhaupt nicht in die Kamera, ich dummes Arschloch. So, da kann ich euch viel erzählen. Ja, kannst du nichts sagen. Nicht absolut flawless, aber funktioniert super. Also, ihr seht's. So. Ja, kann man nichts sagen. Schöner Schnitt.
So, schauen wir uns mal an, was macht denn das Ding für Locken? Auch natürlich wichtig als Zundermaterial. Fangen wir mal mit dem Scandi-Schliff an. Ich versuche euch mal ein bisschen näher hier ranzuholen. Warte mal, ich hole euch noch näher. Damit es ja gescheit mal sitzt. Boom. Ja, also das geht super fein. Also, wie ihr hier seht, da kriegt ihr richtig schöne Featherstiks hin. Ich muss jetzt immer mit einer scheiß Hand hier dann immer die Messer wechseln. Aber gut, was tut man nicht alles für ein YouTube-Video? Erst mal wieder den scheiß Fokus ziehen lassen. So, jetzt schaut euch das an. Also da, ich finde, die Schnitte nehmen sich beide gar nichts. Also beide Schnitte funktionieren einwandfrei. Kann man überhaupt nichts sagen. Flachschliff hat gemeinhin so ein bisschen den Ruf, ein bisschen schneidfreudiger zu sein. Habe ich zumindest ein bisschen auch die Erfahrung gemacht. Und ein Scandi ist dafür so ein bisschen, ja, stabiler, sage ich mal. Geht aber beides absolut wunderbar. Ihr habt es gesehen. Flachschliff auch super. Spiegelblankes Finish, wie ihr auch seht. Aber gut, wir reden später noch über die verschiedenen Zusammenstellmöglichkeiten. Ich habe ja gesprochen vom Baukasten. Das werden wir dann später noch in Ruhe besprechen. Hacken wir noch mal ein bisschen hier flach. Geht sogar richtig super. Hätte ich überhaupt nicht gedacht. Scandi. Der ist nass, aber er ist nicht morsch. Finish him. Jawohl. Also, nehmen sich beide nix. Hacken funktioniert wunderbar. Ich bin halt immer so kein Fan vom Hacken mit einem Messer. In einer Notsituation natürlich, aber wenn ihr irgendwas hacken wollt, ganz ehrlich, und ihr könnt es absehen, kauft euch bitte ein kleines Campingbeil. Ja? Die sind nicht teuer, die kosten nichts, und das ist so wie Betoning. Ich bin da so vollkommen, ich bin da so ein bisschen kontra der vorherrschenden Meinung. Es ist keine Axt. Kauft euch bitte eine Camping-Axt. Aber es geht. Ihr habt gesehen, und das war jetzt kein morsches Stück Scheißholz, sondern das war einfach nur ein Holz, das hier am Boden lag. Natürlich Totholz, klar. Aber lief gut. Schauen wir uns noch den Feuerstahl an, der hier befestigt ist. Wie gesagt, ich teste das jetzt mal nur mit dem hier. Welches ist das? Ja, das ist das Scandi. Ja gut, man muss schon wirklich sagen, das muss ich jetzt wirklich mal sagen, der Feuerstahl hier ist nicht besonders fest drin. Der snappt nur so ganz leicht rein und fällt dann nicht raus. Aber so ein kleines Hinkommen reicht und der rutscht raus. Ich hab den gerade schon suchen müssen. Der lag hier rum, der ist rausgefallen. Komischerweise ist es bei dem nicht so. Also der ist sehr viel stärker drin. Und da hört man es auch gleich ganz anders als bei dem Messer. Also das ist vielleicht Montagsmodell oder sowas, aber der hier rutscht super schnell raus. Das heißt, da mache ich bestimmt so eine Schnur dran, so eine Stretch-Schnur, die ich hier noch drum stretche, damit mir der halt nicht rausfällt. Oder ich schraube ihn eh weg, weil ich persönlich brauche ihn nicht beim Wandern oder so. Aber lange Rede, kurzer Sinn. Gehen wir mal auf den Feuerstahl ein. Schauen wir mal, ob die Kante hier oben
überhaupt scharf genug ist. Der ist brandneu, da ist auch noch nichts dran gemacht und nichts. Aber ihr seht schon, oh ja, brutal. Oh, Alter, das geht ja richtig gut. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Da kommen ja richtige Feuerbälle, schießen da nach vorne. Also das geht mal richtig Bombe. Hätte ich jetzt gar nicht erwartet. Das war jetzt richtig geil. Also das läuft Killer. Die Kante ist auch richtig schön scharf und Gott sei Dank haben sie das gemacht. Ja. Die Klinge ist danach natürlich ein klein bisschen dreckig, so wie man es halt kennt, aber da kann jetzt das Ding jetzt nichts dafür. Aber das funktioniert richtig gut. Da war ich gerade richtig überrascht. Da spritzen die Funken wie blöd. Das ist cool. Was gibt es jetzt hier für Möglichkeiten? Ich habe vorhin gesprochen von einem Baukastensystem. Was ist es? Um was handelt es sich dabei? Ich packe euch den Link zum Kastensystem natürlich unten in die Videobeschreibung rein. Genauso wie den Affiliate-Link. Wenn ihr das Ding kaufen wollt, tut mir einen Gefallen, kauft es über diesen Link. Ihr zahlt keinen Cent mehr und ich kriege vielleicht eine kleine Provision. Muss natürlich nicht sein, aber wäre nett von euch. Baukastensystem, was hat es damit auf sich? Und zwar könnt ihr vieles hier wählen. Ihr könnt natürlich den Schliff wählen, Scandi oder dachte, ich muss niesen. Ja, der Frühling kommt. Scandi oder Flatschliff könnt ihr frei wählen. Ihr könnt das Klingen-Finish wählen, plain, so wie ich es hier habe. Stonewash gibt's. Es gibt aber auch schwarz. Also ihr könnt das ganze Ding auch komplett in schwarz bestellen. Dann die Scheide gibt's auch in Sandfarben, in schwarz, in grün. Die Griffschalen gibt es in zig verschiedenen Farben. Grün, Sandfarben, Braun, Holzoptik, Schwarz natürlich, wie ihr hier seht, Grau oder so. Also es gibt super viele Farben, die ihr wählen könnt. Klingenschliff könnt ihr wählen und die Scheidenfarbe könnt ihr wählen. Ihr könnt natürlich auch Griffschalen im Nachhinein nachkaufen. Ihr könnt die Belt Loops separat kaufen. Ihr könnt die Scheiden separat kaufen. Ihr könnt den Feuerstahl separat kaufen. Also da kann man sich wirklich das so zusammenstellen, wie man Bock drauf hat. Ich wünschte, ich hätte verschiedene Farben, die ich euch jetzt hier vorführen kann. Aber es ist ja eh schon cool, dass ich euch überhaupt was zeigen kann. So Freunde, reden wir noch mal schnell über das Jimping hier am Messer. Ich habe es jetzt in dem Fall am Flat Grind Messer. Das Jimping hier, das ist ganz dezent. Das ist überhaupt nicht rau. Das heißt natürlich rau natürlich schon, aber dadurch, das tut null weh. Und ich bin wirklich kein Fan von Jimping. Ihr kennt mich. Ich mag's nicht. Aber das ist echt voll okay. Ich meine, ich drücke dann eh immer hier vorne so. Ja? Das heißt, das Jimping, wo das meistens befestigt ist, da drücke ich meistens gar nicht. Also es wäre für mich eh sinnvoller, wenn das hier vorne wäre. So. Wenn überhaupt, wenn es schon sein muss. Aber das ist voll in Ordnung. Voll okay. Tut nicht weh. So, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen blöd, aber den nächsten Test finde ich persönlich so ein bisschen witzlos. Ich mache ihn trotzdem, aber das ist halt, ist jetzt hier der Flachschliff, ne? Ob da die Spitze sich irgendwie verbiegt. Heißt, nee, tut sie nicht. Und ich weiß, das war bloß ein morscher Baumstumpf, aber was Härteres würde ich damit gar nicht hebeln wollen. Das würde ich nie machen, weil, ey komm,
was soll das für ein Test sein? Ja, ich stecke jetzt nur die Spitze vorne irgendwo rein und hebel dann wie ein Blöder. Warum sollte ich das machen? Das ist Käse. Und sowas hier, dass ich irgendwie nach Larven suchen kann oder sowas, das geht wunderbar. Ja, das geht natürlich wunderbar. Aber was Härteres jetzt, einen harten, noch lebenden Baum oder sowas, würde ich damit gar nicht hebeln. Das ist so, wie wenn ich sage, ja, ich hau jetzt hier mit dem Vorschlaghammer drauf und schau, ob es das Messer aushält. Warum soll ich sowas testen? Das ist Blödsinn. Was soll denn das? Ja. So macht es einen Sinn, wenn ich hier mal kurz was weghebeln will von so einem morschen Baumstamm, weil ich Larven suche oder sowas zum Fischen oder zum Essen. Aber was Härteres würde ich damit gar nicht hebeln wollen. Reden wir noch kurz drüber, wie das Teil in der Hand liegt. Und da muss ich sagen, liegt richtig geil in der Hand. Das ist richtig angenehm zu halten. Ja? Durch diese fette Fingerkuhle, die ich ja liebe. Ja? Ich habe recht große Hände, aber es ist trotzdem absolut problemlos. Der Hammer schaut sogar noch hinten raus bei mir. Liegt richtig gut in der Hand. Ich muss sagen, es gibt natürlich rutschfestere Messer. Das ist klar, weil das ist ein... Das sind G10 Scales, die sind halt einfach glatt, ja? Muss man halt so sagen. Es ist glatt, aber es war nie ein Problem. Also bei keinem Schnitt, bei keinem Hebeln, bei keinem Werfen oder so, das war nie ein Problem. Es ist relativ glatt, aber bis jetzt konnte ich noch nicht feststellen, dass es rutschig gewesen wäre. Das Betoning, Freunde, das... Wisst ihr was, das spare ich mir heute, weil ich bin A, kein Fan davon und B, das W-Scandi hat es auch gut geschafft und das ist sogar noch stärker, die Klinge hier, also das wird es mit Sicherheit schaffen. Ja. Man muss aber sagen, ein Flachschliff ist so ein bisschen schlechter zum Betoning wie ein Scandi, weil du halt einfach bei einem Scandi einen breiteren Keil hast. Ja, also eine stärkere Spaltwirkung hast. Aber ich bin mir sicher, es geht mit dem auch. Große Haufen Feuerholz betonen würde ich eh nicht machen, weil es keine Axt ist. Ich sag's immer wieder. Es geht mit Sicherheit, aber ich würde es halt einfach irgendwie nicht machen. Aber was ich positiv herausheben will, ich brauch kurz mal ein Stecken. Was hier wirklich positiv ist, was das Betoning betrifft. Ihr seht, dass der Stahl vom Griff hier hervorschaut. Hinter der Griffschale schaut der Stahl raus, nach außen. Sprich, es ist nicht bündig, auch hier unten nicht. Viele würden jetzt sagen, das ist doch schlampig, was soll das oder so. Ich finde das gut, weil... Wenn man schon Betoning betreibt und man haut auf den Klingenrücken drauf, weil hier kommt ja dann früher oder später der Holzklotz und dann habt ihr zwei Möglichkeiten. Entweder ihr haut vorne auf die Spitze oder auf den Griff oder abwechselnd und treibt die Klinge somit weiter runter und weiter runter und dann irgendwann ploppt es auseinander. Jetzt ist es aber gut, dass der Stahl hier vorschaut, weil wenn ich jetzt hier drauf schlage, beschädige ich mir meine Griffschalen nicht. Wenn das bündig ist, so wie bei dem, Gott, was ich vorgestellt habe, Gehirn, das Seal, von das Netforce Seal. Ja, das war sehr viel breiter, das konnte gut betonen, aber sobald du hier auf den Griff schlägst, triffst du auch immer die Griffschale. Und das ist hier nicht so und das finde ich geil. Du haust nur auf Stahl, was dazu führt, dass du halt dein scheiß Messer nicht kaputt machst. Und da hat jemand nachgedacht. Also es gibt so ein paar Sachen, die halt hier durchdacht sind. Das Chimping, das nicht wehtut
und dieses Hervorstehen vom Stahl, das sind zwei Sachen, die man nicht so häufig findet. Und das finde ich geil. Man hat auch die Schneide, ja, die geht hier tief runter zum Daumen. Wenn ich es jetzt hier so in die Hand nehme, man hat auch hier noch einen Glassbreaker dabei zur Not oder hier für Ninjutsu. In dieser Fingerkuhle, wenn ich hier drin bin, ja, dann geht die Schneide ganz weit runter bis zum Daumen. Nicht komplett, aber das ist ja jetzt okay, diese 3 mm da. Das heißt, ich habe, wenn ich irgendwas wegschnitze, habe ich super viel Power. Wenn ich jetzt hier vorne versuche zu schneiden, dann geht mir hier Kraft flöten und es geht mir aufs Handgelenk. Wenn ich das möglichst nah am Daumen abschnitzen kann, so wie es hier ist, wenn ich mal Kraft brauche bei einem Schnitt, dann geht das mit dem ganz hervorragend. Gibt es jetzt hierbei auch Negatives? Ja, das gibt's, aber es ist echt überschaubar. Also wie gesagt, das ist jetzt hier die gute Scheide, aber die andere Scheide, da flutscht mir halt dauernd der Feuerstahl raus. Okay, das kann man schnell beheben und das ist auch nur das Modell, wie gesagt, hier passiert das nicht. Aber es hätte auch nicht viel gekostet, glaube ich, hier jetzt noch so eine Schnur drum zu machen. So. Und damit wäre halt das Problem gelöst gewesen. Ist es jetzt ein wirkliches Problem? Nein, natürlich nicht. Negativ finde ich auch manchmal, wenn man das hier so reinstecken will. Und man kommt nicht ganz perfekt hier rein, sondern ein bisschen irgendwie so, dann, na gut, jetzt ist natürlich der Vorführeffekt, dann geht's nicht mehr. Da muss ich nochmal ein bisschen raus und nochmal reinschieben und dann geht's wieder. Das heißt, es kann passieren im Eifer des Kampfgefechts, dass sich das Messer in der Scheide beim Reinstecken so ein klein bisschen verkeilt. Ist das schlimm? Nein, auch nicht schlimm. Und ihr müsst schon... Ihr seht ja schon, wie ich Negatives schon fast suchen muss, weil ich einfach... Ich bin zufrieden. Was kostet dieses Messer jetzt? Es ist ein bisschen teurer, wie die Wolfgangsmesser, wie das Wolfgangsmesser, das ich schon vorgestellt habe, wie das W-Scandi. Ganz einfach deswegen, weil ihr halt einfach mehr habt. Das Messer ist größer, nochmal stabiler, G10 Scales, Kydex Scheide, verschiedenste Methoden, das Ding zu montieren, Feuerstahl mit bei, kostet 89,90. Wie gesagt, Shoplink ist unten in der Videobeschreibung. Ja, was soll ich sagen? Ich weiß, ich klinge hier wie ein scheiß Fanboy, okay, und man könnte jetzt vielleicht doch behaupten, ja, Odenwolf bezahlt ihn, damit er hier die Produkte hochlobt. Nein, ich mag die Produkte wirklich, weil ganz ehrlich, und ich sage es einfach immer und immer und immer und immer wieder, dieses Messer kostet halt keine 200 Euro, sondern es ist eine bezahlbare Variante eines absolut stabilen, geilen Messers, was einfach zuverlässig ist. Die Griffschalen sind dieses Mal nicht genietet, sondern draufgeschraubt, sprich ihr könnt die austauschen. Das Jimping ist geil, Feuerstahl war brachial. Ich habe das Ding rumgeschmissen, ich habe gehackt, es ist nichts rausgebrochen, gar nichts. Flatschliff ist auch super. Verschiedenste Tragevarianten, das ist das, was ich fast am geilsten finde, weil du hast immer, dass du entweder einen Beltloop hast und das mögen die taktischen Kollegen nicht und andersrum. Ja. Odenwolf sagt, halt stopp, wir machen einfach beides, dann kann sich jeder entscheiden, wie er drauf Bock hat. Das Ding weggeschraubt, dann habt ihr nur einen Beltloop
und andersrum. Ne? Der obligatorische Flintstahlhalter ist mit bei, damit ihr den einfach auch immer an der Hüft habt. Ja. Wer es noch ein bisschen stabiler und noch ein bisschen gröber braucht, wie das W-Scandi, der ist hier bestens beieinander. Ich kann, wie gesagt, ich weiß, ich klinge wie ein Fanboy, aber ich finde nichts wirklich Negatives daran. Ich finde nichts wirklich Negatives daran. Die Verarbeitung ist geil, es ist rasiermesserscharf. D2-Stahl ist ein absolut solider Stahl, meiner Meinung nach. Absolut in Ordnung. Hey, komm. Ich finde nichts Negatives. Der Flintstahl, okay, der rutscht hier dauernd raus. Aber wie gesagt, das ist bei dem Messer hier nicht so. Habe ich gerade bei dem Ding halt jetzt kein Glück gehabt. Aber wie gesagt, ich mache hier eh noch eine Schnur drum, sprich, das ist für mich dann eh egal. Ja. Und ihr könnt verschiedenste Farben, ein Klingenfinish wählen, einen Schliff wählen. Oh mein Gott. Was willst du mehr? Ich weiß, ich sag das jedes Mal, aber ey, komm, sind wir mal realistisch. Das Teil ist absolut bezahlbar und geil. Was soll ich jetzt da Negatives suchen? Bullshit. Läuft. Lasst es euch durch den Kopf gehen. Schaut euch die den Creator an, wo ihr das Ding zusammenstellen könnt, den Baukasten. Schaut mal rein. Ja. Bis zum nächsten Mal.